Man könnte es mit den Worten von Wilhelm Busch beschreiben. Es läuft die Zeit im Sauseschritt. Denn am 19. September wird Bruck zur Wahlurne gebeten, um über einen Teilverkauf des Brucker Forstes abzustimmen. Viel wurde zu diesem Thema bereits kolportiert und die Stadtgemeinde versucht jetzt in einem breit angelegten Informationsprogramm die Bevölkerung umfassend und transparent zu informieren. Wir haben heute ein Pressegespräch und da steht, umfassend und transparent zu informieren. Wie schaut das aus? Ja, das schaut aus, dass wir heute starten wollen. Das ist ein Thema, das für die Zukunft der Stadt Bruck und Chur aus meiner Sicht von ganz besonderer Bedeutung ist. Und von riesiger Bedeutung ist es für die 1500, 1600 Kinder, die unsere Bildungseinrichtungen besuchen. Ich habe einen Vorschlag gemacht, wie wir ein neues ordentliches, modernes Schulsystem entsprechend entwickeln können und wie wir das aus eigener Kraft stemmen können. Das sind Investitionen in Summe von über 30 Millionen Euro nötig. Dazu brauchen wir erstens die Zusage des Landes, Mittelschule. Darauf poche ich und darum werde ich kämpfen. Und zweitens brauchen wir auch einen Eigenmittelanteil. Und da ist meine Position, wir können den Teil des Forstes, der nicht auf Brucker Gemeindegebiet liegt, verkaufen. Aber nicht an ein Schlägerungsunternehmen, wie manchmal der Eindruck entsteht, sondern an einen nachhaltig wirtschaftenden Forstbesitzer. Mit drei Bedingungen. Erstens, nachhaltig wirtschaften, nicht einfach rausschlagen. Zweitens, die Wege offen halten, Mountainbike-Strecken auch ermöglichen. Und drittens, auch die liebevoll gestalteten Hütten, die Pachtverträge entsprechend zu übernehmen. Und ich glaube, das ist eine Position, die durchaus auch die Mehrheit der Brucker Bevölkerung teilt. Umfassend zu informieren ist die Devise. Sie haben ein Konzept dazu erstellt. Was beinhaltet dieses Konzept? Ja, die Stadtgemeinde Bruck hat auf Verwaltungsebene im Auftrag der Politik ein Bildungskonzept erstellt. Dieses Bildungskonzept beinhaltet mehrere Standorte, die es zu sanieren gilt, die es zu erweitern gilt, die es auszubauen gilt. Und das unterteilt sich in diesen vier Bereichen, nämlich einerseits der Standort ganz im Westen Obeich mit der dritten Hortgruppe, dann der Standort Bruck Mitte. Das ist einerseits die Mittelschule, das ist aber auch die neue Richtung der Knottinger Schule mit einem Turnsaal. Dann ist es der Standort Berndorf. Und der Standort Berndorf, da geht es ganz speziell dann um die Erweiterung der Volksschule, aber auch vielleicht um eine Erweiterung und Gestaltung des Kindergartens, sowie auch der Bereich Hochfeld mit dem Bereich der Kinderkrippe, dass hier entsprechende Schritte getätigt werden, um alle Anforderungen der Bevölkerung zu erfüllen. Es wird bis zum 15. September noch ein reichhaltiges Programm geben. Was wird den Bürger da erwarten? Wo kann er sich informieren und wo können auch andere sich da beteiligen? Also wir haben jetzt einmal das sogenannte Sonderamtsblatt, wo wir allen Fraktionen, das heißt allen im Brucker Gemeinderat vertretenen Fraktionen die Möglichkeit geben, das ist das Schweizer Modell, ihre Position zu definieren. Wir werden verschiedenste Informationsschienen noch aufbauen, was Bildung betrifft, was Finanzen betrifft, was die Zukunft des Forstes betrifft. Es wird Fragestunden geben, Bürgergespräche geben in den Ortsteilen, in zwei Ortsteilen, also Oberreich und Bruck an der Mur. Ich glaube, da ist wirklich für eine gute Information gesorgt, weil das ist ein Thema, da muss man ein bisschen nachdenken. Da ist oft die erste Meinung möglicherweise nicht die richtige. In diesem Programm sind auch die Oppositionsparteien mit eingebunden. Wie reagieren die auf dieses Programm, das Sie jetzt vorhaben? Oppositionsparteien, für mich gibt es drei Parteien, mit denen ich noch intensiv sprechen mag, nach der Volksbefragung, gerne auch vor der Volksbefragung. Das ist die Österreichische Volkspartei, das sind die Grünen und das sind die Neos, weil in deren Position sehe ich viele Überschneidungen, nämlich auf den Wald aufzupassen, das tun wir auch gemeinsam, und die Schulen entsprechend zu sanieren. Dort wird es Gespräche geben. Es gibt zwei Parteien, das ist die FPÖ und auch die KPÖ, die so ein bisschen für mich nicht greifbar sind. Da merke ich nur, der Koch muss weg, der Forst muss bleiben. Da sehe ich keine Basis, dort bin ich aber auch für eine Änderung bereit. Sollte irgendjemand von den beiden Herren sagen, okay, jetzt reden wir einmal wirklich und ernsthaft miteinander, meine Tür ist immer offen. In einem Gespräch hat es auch schon die Frage gegeben oder die Angst gegeben, dass es auch einen weiteren Forstverkauf geben könnte nach dem. Nein, also ich kann ja nicht dafür sprechen, was weitere Gemeinderäte machen. Ich kann sagen, es gibt jetzt wichtige Investitionen, die wir tätigen müssen. Und dafür schlage ich das vor. Für mich ist persönlich der Stadtwald, nämlich die Kalte Quelle bis zum Hochanger, die Schweiz eben, tabu. Für mich ist der Bereich, den die Försterschule für uns bewirtschaftet, übrigens auch sehr, sehr gut, auch tabu. Und ich könnte mir sogar vorstellen, einen Teil der Kalten Quelle unter Naturschutz zu stellen. Das bedeutet auch einiges für den Forstbetrieb, für uns. Also es besteht keine Absicht und ich verspreche, solange ich Bürgermeister bin, wird der Stadtwald,
das heißt Weitental bis Hochanger, unangetastet bleiben. Gibt es auch eine Wahlbeteiligungsgrenze, wo Sie sagen, dass da konnten wir den Wähler nicht erreichen, das ist im Prinzip gescheitert, gibt es so etwas? Nein, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Es wird jetzt gerade, irgendwer macht jetzt gerade eine Umfrage, eine Telefonumfrage, glaube ich, die wahrscheinlich irgendeine Tendenz ermitteln soll, aber in Wirklichkeit eine Umfrage, die man macht, oder ein Sample von 500 auf, glaube ich, 10.000 oder 100.000 Leute. Also ich will so viele Menschen als möglich ansprechen, dann weiß ich, was die Brugger Bevölkerung oder der Teil der Brugger Bevölkerung, der sich dafür interessiert, wirklich denkt, und ich werde mich daran halten. Also es gibt für mich keine Zahl, aber ich würde natürlich gern motivieren, an dieser Volksbefragung teilzunehmen. Am 19. September haben die Brugger Bevölkerung also die Möglichkeit, sich über die weiteren Maßnahmen bei dieser Volksbefragung zu entscheiden. Für den Brugger Bürgermeister ist, sollte das Ergebnis negativ ausgehen, der Verkauf des Stadtforstes dann endgültig vom Tisch.